heiße nicht Ernst, ich heiße Jack. Jack, das kann doch nicht dein Ernst sein, du! Du musst es aber auch wirklich vollkommen ernst nehmen. Mir gibt der Name Ernst überhaupt nicht. Aber ich habe schon, seit ich ein kleines Mädchen bin, davon geträumt, einmal jemanden zu lieben, der Ernst heißt. Mindestens die Hälfte der Typen, die vor dem Konkursrichter landen, trägt den Namen Algernon. Ich fall beinahe um, wenn ich den Namen auch nur höre. Einen ernsteren Menschen als dich habe ich nie kennengelernt. Nur ein Ernst ist meiner wert, das wusste ich schon immer. Das nimmt langsam überhand, dass die Frauen mit ihren eigenen Männern flirten. Wen sollen wir denn dann nehmen? Es gibt nichts Ernstes, außer man lernt es. Sie sitzt gleich neben dir, du musst nur zugreifen. Also komisch, dieser Mr. Bunbury, der scheint ja alle zwei Tage was zu haben. Ich meine, dem fehlt doch immer was. Ja. Schmeißen Sie sich die Treppe runter und schneiden Sie sich von mir aus danach auch noch die Pulsadern auf! Heute ist der Tag, ich spüre es in meinem Herzen. Junge Frauen sind für den menschlichen Genuss vollkommen ungeeignet. Und was diese jungen Früchtchen betrifft, so bin nun wieder ich die Expertin, das können Sie mir glauben. Es muss einfach etwas Gutes in jemanden stecken, der sich so um einen armen Kranken kümmert und auf sein ganzes Vergnügen in London verzichtet. Das unüberwindbare Hindernis sind immer noch eure Vornamen. Ja, ich habe Bunbury heute Nachmittag erst umgebracht. Mutter! Ernst. Nie. Ich habe doch immer gesagt, dass ich Ernst heiße, oder etwa nicht? Nie. Ernst. Ernst. Nie.